Ja, dann hallo zusammen. Ich bin Paolo, und nach einigen Startschwierigkeiten sind wir dann jetzt auch endlich soweit und ich kann euch was zu Sonic Pi erzählen. Sonic Pi ist ein Programm, mit dem man ja mit einer Programmiersprache Musik machen kann. Da denkt man sich jetzt vielleicht erstmal, okay, Programmieren und Musik, hä, passt das denn überhaupt zusammen? So Musik ist total irgendwie kreativ und irgendwie, ja, chaotisch bisschen und ja, Programmieren stellt man sich oft eben halt als so super analytisch und ja, bisschen langweilig vor. Aber dass das super zusammenpasst, das versuche ich euch heute vielleicht ein bisschen zu zeigen und da eben einen neuen Blickwinkel noch aufzumachen. Ganz zuerst mal so ein paar super Basics. Wisst ihr wahrscheinlich schon alle, aber ich gehe einfach trotzdem mal noch durch, einfach so als ein Refresher ein bisschen. Musik oder Töne sind ja effektiv einfach nur Schallwellen. Und so Schallwellen, die kann man eben visualisieren als so eine Waveform, in dem Fall hier jetzt so eine einfache Sinuswelle. Und die können wir uns zum Beispiel auch mal anhören. Wenn wir hier da reinhören, dann ist das so ein relativ, ja, monotoner und sehr langweiliger Ton. Und wir können aber an dieser Sinuswelle ein paar Sachen verändern. Wir können zum einen die Amplitude verändern. Das ist, wie hoch diese Welle hier ausschlägt. Wenn wir hier ein bisschen rumspielen und die Amplitude kleiner machen, dann hört ihr schon, es wird leiser. Und wenn wir sie wieder größer machen, wird es lauter. Und das Zweite, mit dem wir rumspielen können, ist die Frequenz. Das ist einfach, wie schnell es hier hoch und runter geht. Wenn wir da die Frequenz anpassen, dann hört ihr, dass der Ton höher wird, beziehungsweise wenn wir die Frequenz niedrig machen, dann wird der Ton tiefer. Und da seht ihr schon, irgendwie diese Frequenz und die Amplitude, das sind einfach Zahlen und mit Zahlen können Computer super gut umgehen. Das heißt, da können wir jetzt mit rumspielen, wenn wir mit Sonic Pi, mit einer Programmiersprache Musik machen wollen. Ich wechsle mal einfach kurz hier rüber. Das ist jetzt Sonic Pi, das Programm. Das sieht aus wie so ein Texteditor, in dem ihr halt sonst normal auch programmiert. Und hier in diesem großen Textfeld, da können wir jetzt unser Programm reinschreiben. Das ist so ziemlich das einfachste Programm, was man in Sonic Pi schreiben kann. Play und danach eine Nummer. Diese Nummer, die gibt an grob die Frequenz. Das ist jetzt nicht exakt die Frequenz in Hertz oder sowas, aber ihr könnt euch einfach merken, je höher diese Nummer ist, desto höher ist dann auch der Ton und je niedriger, desto niedriger auch der Ton. Wenn wir das jetzt abspielen, dann hört ihr, dass es dann einen Ton macht. Das ist jetzt relativ langweilig und noch lange keine Musik. Wir können da gerade nur, um mal zu prüfen, dass das, was ich euch erzählt habe, auch stimmt, ein bisschen mit rumspielen. Wenn wir jetzt die Zahl größer machen, ist der Ton höher. Wenn wir die Zahl kleiner machen, oh, das ist so niedrig, das hört man schon fast gar nicht mehr. Dann ist das sehr tief. Was wir jetzt zum Beispiel machen können, ist einfach mal zufällige Töne spielen. Also anstatt hier immer die gleiche Zahl zu nehmen, ja, fragen wir einfach den Computer nach Zufallszahlen. Das klingt jetzt auch noch immer nicht wirklich nach Musik, ne?
Und das hängt damit zusammen, dass das jetzt einfach viel zu zufällig ist. Also wenn man sich Musik anschaut und also vor allem das, was wir jetzt so mit unseren ja, westlichen Hörgewohnheiten als Musik empfinden, dann ist das eben nicht so zufällig, sondern da gibt es ziemlich strenge Regeln und ja, Musik befolgt eben diese Regeln. Eine Regel ist, dass Musik meistens in einer Tonart geschrieben ist. Und diese Tonart gibt quasi vor, was richtige oder gute Noten sind und welche jetzt eher nicht so. Falls jemand von euch Klavier spielt, dann kennt ihr hier diese Klaviatur. Jede weiße Taste quasi ist eine gültige Note in der Tonart C-Dur. Das wäre jetzt hier in dem Fall in westlicher Notation so eine Tonleiter. Und wenn wir uns die jetzt anhören, dann klingt das schon mal ein bisschen mehr nach Musik, immer noch nicht wirklich, aber ein bisschen mehr als das zufällige Hin und Her von vorhin. Und das Gleiche können wir auch in Sonic Pi machen. Da können wir auch hingehen und sagen, okay, wir wollen nicht mehr super zufällig hier einfach irgendwelche Noten, sondern wir wollen auch wieder die Noten nur aus einer Tonart. Immer wieder diese eine Tonleiter gespielt. Und ja, man kann jetzt hingehen und eben das Ganze noch deutlich weiter ausbauen und nicht nur Tonleitern spielen, sondern auch Akkorde und Inversionen von den Akkorden und so weiter. Und damit ihr mal vielleicht einen kleinen Eindruck bekommt davon, wie das dann klingen kann, zeige ich euch vielleicht einfach mal ein paar Beispiele. Das sind jetzt hier insgesamt 45 Zeilen ja, Sonic Pi und wir kriegen eben irgendwie so ein bisschen so ein Beat im Hintergrund und ansonsten so ein bisschen Melodie, die da oben drüber hinweg spielt. Man kann aber auch relativ ja, Avantgarde-Sachen so ein bisschen, so Drone-Music machen zum Beispiel, was jetzt überhaupt nichts mehr mit ja, klassischen Tonleitern und irgendwie Tönen zu tun hat, sondern in dem Fall hier klingt das Ganze dann so. Das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen, ja, wenn man im Raumschiff sitzt und dann fliegen irgendwelche Laserstrahlen an einem vorbei oder keine Ahnung, könnte man sich vielleicht vorstellen. Genau, so Hintergrundmusik im Film, irgend sowas. Und um euch noch mal ein bisschen zu zeigen, so wie mächtig das ist, wenn man Musik in Code ausdrückt und nicht jede einzelne Note einzeln aufschreibt, habe ich euch noch dieses Beispiel hier mitgebracht. Das hat jemand als Tweet veröffentlicht. Also ihr seht, das sind hier wirklich nur 5 Zeilen und das könnte man auch noch ein bisschen kompakter schreiben. Aber wenn wir uns das jetzt mal anhören, dann finde ich, klingt das schon echt eindrucksvoll. Also das könnte auch jetzt irgendwie Teil von einem richtigen Musikstück sein, finde ich. Genau, und als kleinen Ausblick auch noch, wenn man sich richtig damit auskennt, wie in dem Fall jetzt der Entwickler von dem ganzen System, dann kann man damit auch richtig Konzerte geben und das Ganze live auf der Bühne improvisieren. Ich hoffe jetzt mal, dass das hier funktioniert. Also
hier der Sam Aaron, der das Ganze gerade da performt. Der hat das sich eben ausgedacht und entwickelt, ursprünglich auch als Lernumgebung, um eben Jugendlichen Programmieren beizubringen. Die Dokumentation ist auch echt richtig, richtig gut. Es gibt ein sehr ausführliches Tutorial, auch auf Deutsch alles. Ja, also wenn ihr da irgendwie anfangen wollt, selber in der Richtung was zu machen, ist es echt super einfach, da einzusteigen. Gibt viele Beispiele, läuft auf Windows, auf Mac, auf Linux. Und genau, ja, man kann damit eben auch richtig Party machen quasi. Und da gibt es eine ganze Community, die heißt Algorave. Die veranstalten regelmäßig eben so, ja, algorithmische Raves, bei denen die Musik von live programmierten Programmen generiert wird. Und ja, falls euch sowas interessiert, könnt ihr einfach mal auf der Webseite auch vorbeischauen. Es gab jetzt zum Beispiel, oder nein, gibt am 22. November in Berlin was. Jetzt bricht das Internet ab, aber genau, das so als Eindruck mal. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistern für Sonic Pi und euch aufzeigen, dass da vielleicht noch ungeahnte Möglichkeiten liegen und man mit Programmiersprachen nicht nur Webseiten bauen kann, sondern auch richtig coole Musik machen. Danke euch. Also quasi ich jetzt live irgendwie kurz was improvisieren oder was meinst du? Kann ich versuchen, wird glaube ich ein bisschen schwierig, also weil das zum einen nicht mein Laptop ist und auch nicht mit meinem Tastaturlayout, das heißt ich tippe eh schon so ein bisschen clumsy da drauf ja, ich weiß nicht, ob meine Skills da quasi ausreichend für sind, um das in der Situation jetzt so irgendwie zu improvisieren und dass da was Anständiges bei rumkommt. Also das ist auch, wenn ihr das selber ausprobiert, nicht irgendwie demotiviert sein, wenn es am Anfang grauenhaft klingt. Man produziert in so 95% der Fälle wirklich immer total chaotische, schreckliche Sachen, die sich kein Mensch anhören will. Und es braucht wirklich, wie auch mit einem richtigen Instrument, braucht einfach Übung und man muss sich ein bisschen da reinfuchsen, aber es macht riesen Spaß und genau. Ja. Ich selbst auch nur irgendwie so kleine Experimente, also ich bin zum Beispiel auch damit noch nie irgendwo live aufgetreten, habe schon zwei kleinere Workshops gehalten, aber ja, bewegt sich auch alles noch im Rahmen von Spielerei. Sonic Pi ist in Ruby geschrieben und man programmiert das auch in Ruby. Im Backend redet das dann mit einem System, das heißt Super Collider. Das ist eben so ein auf Echtzeit-Audio ausgelegtes System, was die ganzen Synthesizer dann steuert. Und das Ruby-Programm, das schickt halt quasi Befehle an diesen Super Collider-Server und der setzt das dann in Echtzeit um. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, danke ich euch nochmal. Und ich würde sagen, das war's. Danke. Okay.